Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Dramatiker Christian Friedrich Hebbel sagte einmal, es gibt Leute, die nur aus dem Grund in jeder Suppe ein Haar finden, weil sie, wenn sie davor sitzen, so lange den Kopf schütteln, bis eines hineinfällt. Diese Weisheit passt zur heutigen Oppositionsvorstellung, wie ich nun, liebe Frau Gohlke, am Beispiel auch der digitalen Bildung einmal auch zeigen werde. Letztes Jahr haben die Grünen beispielsweise behauptet, dass der Bund überhaupt gar kein Interesse habe, Konsequenzen aus der Computerstudie ICLIS zu ziehen. Und nach der Vorstellung des Digitalpakts durch Frau Wanka vor dem IT-Gipfel wurde es noch ein bisschen grotesker. Deutschland sei ein Entwicklungsland beim Lernen in der digitalen Welt. Alles sei ein verfrühtes Wahlkampfgetöse und die Bildungsministerin lasse die Länder alleine. Und wirklich zum allerersten Male, seitdem ich nicht mehr in der Schule unterrichte, habe ich mich ernsthaft gefragt, ob Sie überhaupt mal ein bisschen aufgepasst haben, was der Bund und die Große Koalition in diesem Bereich eigentlich alles getan haben. Nach Kretschmann steht nun auch Frau Löhrmann auf der Liste, auf die die eigene Bundestagsfraktion nicht hört, denn Frau Löhrmann hat den Digitalpakt von Frau Wanka gelobt. Und zur Erinnerung nochmal. Im Juli 2015 hat der Bundestag auf Antrag der Koalition Bund und Länder beauftragt, eine Strategie digitales Lernen zu entwickeln. Und Professor Eickelmann, eine der Hauptverantwortlichen für diese internationale Computerstudie, sagte bei der entsprechenden Ausschussanhörung dazu, Zitat, die Maßnahmen, die in dem Antrag verschriftlicht worden sind, sind wirklich zielführend und zum großen Teil wirklich das, was wir aus der Wissenschaft auch genauso empfehlen würden. Und auf dieser Grundlage haben dann Bund und Länder gearbeitet. Nachdem Frau Wanka ihre Offensive vorgestellt hat, werden die Länder nun am 8. Dezember nachziehen. Und diese Konzepte müssen ja nun in Einklang gebracht werden. Und Frau Bogedan beispielsweise setzt ja auch eine Zielmarke, indem sie vom Jahr 2018 auch spricht. Und von daher sind wir jetzt in der Situation, dass die Bundesländer unabhängig von der Bundestagswahl 2017 nun auch aufgefordert sind, den Ball, den Frau Wanka ihnen ja dann auch wirklich butterweich zugespielt hat, dann auch im Tor zu versenken. Und die Bedingungen sind dazu klar. Sie müssen pädagogische Konzepte liefern, die Aus- und Fort- und Lehrerbildung muss gestärkt werden und wir müssen auch gemeinsame technische Standards umsetzen. Und CDU, CSU legen dabei sehr, sehr großen Wert darauf, dass es eben Bundesgeld nur dann gibt, wenn klare Kriterien, Verfahren sowie Kontroll- und Sanktionsmöglichkeiten dann auch mit den Ländern festgelegt werden. Dass Länder wie beim BAföG diese Gelder zum Stopfen von Haushaltslöchern zweckentfremden, werden wir beim Digitalpakt nicht zulassen. Das Geld soll nicht den Länderfinanzministern, sondern für die Schulen und die Zukunft unserer Kinder sein. Und wenn wir nun erkannt haben, dass die Digitalisierung des Bildungssystems eine sehr, sehr notwendige Maßnahme für unser Land ist, für unsere Zukunftsfähigkeit, dann darf jetzt auch es nicht dazu kommen, dass diese Debatte gleich um die Umsetzung direkt als Steigbügelhalter dafür genutzt wird, weitere Milliardenpakete in anderen Bereichen der Bildungspolitik zu fordern. Die Länder müssen schon noch ihre eigenen Hausaufgaben machen. So können Sie beispielsweise jedem Schulkollegium mindestens mal eine Digitalfortbildung finanzieren. Eine vernünftige Fortbildung in diesem Bereich kostet zwischen 1.500 und 2.000 Euro. Und die 60 bis 80 Millionen Euro, die das kosten würde, das zu stemmen, das müssten auch die Länder mal in der Lage sein. Im Übrigen weist beispielsweise auch in Richtung der Länder das SPD-geführte Wirtschaftsministerium in seiner Bildungsbroschüre darauf hin, dass es ja jetzt bereits möglich ist, aus dem 4 Milliarden Breitbandförderprogramm sowie aus den 600 Millionen Euro aus der digitalen Dividende 2 Bundesgelder eben auch für digitale Bildung herauszubekommen. Die 3,5 Milliarden Euro für Schulsanierung hat Herr Rossmann gerade auch erwähnt. Und das geht alles ohne Grundgesetzänderung, die hier wie ein Fetisch wirklich in jeder Debatte auch wieder eingebracht wird. Und jedem Skeptiker, der wirklich meint, es passiere zu wenig, dem sei wirklich auch mal ein Blick in die BMBF-Broschüre zur digitalen Bildungsoffensive empfohlen. Es sind wirklich alle Bildungsbereiche abgedeckt. Digitale Bildung spielt eine Rolle beim Programm Kultur macht stark. Sie wird bei der Qualitätsoffensive Lehrerbildung ausgebaut. Es gibt zahlreiche Wettbewerbe. Es gibt die Förderbekanntmachung erfahrbares Lernen. Die Initiative Berufsbildung 4.0 ist schon zahlreich erwähnt worden. Es gibt das F&E-Programm Zukunft der Arbeit. Das wird dauerhaft mit über 1 Milliarde Euro gefördert. Das Hochschulforum Digitalisierung legt nächste Woche Vorschläge vor. Es gibt die Förderbekanntmachung Medienbildung 2, den Wettbewerb Aufstieg durch Bildung offene Hochschule. Digitale Bildung wird
in den Bildungsbericht aufgenommen. Wir fördern eine OER-Informationsstelle. Wir starten ein Schulcloud-Pilotprojekt. Es wird ein Internetinstitut geben. Wir werden bis zu 20 Kompetenzzentren Digitalisierung einrichten. Diese Maßnahmen, verehrte Kollegen der Opposition, die haben doch nichts mit einem Entwicklungsland zu tun, sondern sie sind doch Ausdruck unseres Ziels, die Chancen der Digitalisierung in Deutschland erfolgreich zu gestalten. Und ja, manches dauert seine Zeit. Aber Gründlichkeit geht auch vor Schnelligkeit. Und wenn Sie diesen Digitalpakt kritisieren, dann stellen Sie sich in eine Reihe mit Herrn Spitzer, der gesagt hat, das ist eine Maßnahme zur Verdummung. Wenn Sie mit Herrn Spitzer in einer Reihe stehen wollen, herzlich willkommen in dieser Reihe. Wir als CDU, CSU, wir stehen für Zukunft, Sie stehen für Herrn Spitzer. Zum Abschluss noch eine Anmerkung in Richtung von Herrn Heil, der am Sonntag getwittert hat, 16 Jahre Merkel, warum eigentlich und wofür? Und die Antwort ist auch aus bildungs- und forschungspolitischer Sicht sehr, sehr einfach. Damit wir weitere 4 Jahre wie seit 2005 einen ausgeglichenen, generationengerechten Bundeshaushalt haben mit steigenden Bildungs- und Forschungsaufgaben. Rot-Rot-Grün wird das nämlich mit Sicherheit nicht hinbekommen. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion spricht jetzt Dr. Simone Rath.